Hallo und willkommen zurück zu Borderlands 3 und erstmal runter mit uns. Und zwar sind wir immer noch auf Eden 6 und müssen zum Amboss mit Metzler. Hey ja, wie gefällt dir das Paradies? Ich dachte, die Heimat der Jacobs Corporation wäre weniger, tja, wie soll ich sagen, dreckslöchrig? Gefährlicher Ort, dieses Eden 6. Erinnert mich an zu Hause. Dieses Marleywan-Sponsoring war ein Reinfall, aber wir halten uns an Katagawas Mordtagebuch. Dieses Mal bin ich also bamfartig zum Abendessen reingeplatzt und hab den Boss von Jacobs ausgesaugt. Pum, erledigt. Hab stattdessen eine loyale Marionette installiert und die ist eine Nummer für sich. Eine echte Eiskönigin. Sie kümmert sich ums Geschäft und sorgt bei den Einheimischen für Ordnung. Noch ein reiches Miststück an der Spitze. Wie schön. Nee, das ist überhaupt nicht. Ach, können diese verdammten Bösewichte nicht einfach mal die Fresse halten und ihr Ding weitermachen? Immer so drauf prahlen. Oh, wir sind das und das und oh, wir können dies und das. Und guck mal, wir haben das jetzt gemacht und wir haben jetzt Böses gemacht. Wen juckt das? Okay, sieht eher aus wie so ein ganzes Gefängnis, wo wir jetzt hier hingehen. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch sein. Das Team, das ich reingeschickt habe, antwortet immer noch nicht. Da muss was passiert sein. Mach das Tor auf, Kammerjäger. Warten Sie kurz. Kann ich hier nicht hoch? Ja, aber da oben gibt's was zu sammeln. Na, scheiß drauf. 100% will ich eh nicht machen. Will ich eigentlich auch nicht. Ich säubere das Schlachtfeld! Weil hier 100% zu machen ist bestimmt ein richtiger Stress. Und ist mir der Aufwand auch nicht wert. Ehrlich gesagt ist das Endgame auch eher mager. Genauso mager ist wieder mein Tod. Ich hab vergessen, wie schlimm hier das schon wieder ist. Mannsteck, komm schon, mein Junge. Schön zu sehen, dass wieder Leben in dir steckt. Ich weiß auch nicht, warum ich in jeder Borderlands-Folge niesen muss. Ist da irgendwas falsch? Rick, denk mit den Fäusten. Oh ja, noch ein Kammerjäger. Dieser Job wird immer besser. Hilf mir, ein paar Banditen zu erledigen. Dann reden wir. Ja, klar doch. Tick-tack, ihr Penner. Tick-tack, ihr Penner. Sag mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Aus irgendeinem anderen Spiel. Kommt mir der bekannt vor. Naja. Boah, okay. Die Gegner werden auch immer gemeiner, oder? Und das Spiel wird auch immer gleicher. Also immer wieder Gegner ein in die Fresse hauen. Und dann sollst du die erstmal töten. Dann kannst du erst weitergehen. Ist ja nichts Neues. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. Das frage ich mir auch. Versuch, Mama. Rette Hammerlock. Hammerlock rettet sich doch schon selbst. Ob sie überhaupt real ist? Nein, stimmt. Die Story war ja so, dass wir seine Ehefrau von Warright, so hieß der Kerl, retten mussten aus dem Knast. Ja, ja, so war das. Au. 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 Ich helfe dir, ich bin da. Was zeigt er mir eigentlich immer neue Stärke an, Alter? Das einzige, was ich neu bekomme, ist Munition und Leben. Obwohl, jetzt erst nicht. So schwach.
fuck. Ich sollte mal meine Fähigkeit benutzen. Genau das würde ich jetzt auch sagen. So, Gott. Ich werde langsam echt verrückt, Alter. Du wirst mit Gegnern vollgespammt, das ist echt Horror. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich das Spiel auch immer so wenig anfasse. Also, ich will das Spiel jetzt nicht schlecht reden. Aber schon regt mich das echt alles auf. Na gut, dann hören wir auf zu... Hören wir uns auf, sich zu beschweren und machen weiter. So, da hat auch kurz mein Auge gebrennt. Achtung! Kammerdiebe sind hier! Tötet sie, während ich den Maschinenmann nach dem Kammerschlüssel frage! Bleib blutrünstig! Sie war jetzt gut oder böse, weil er will ja auch für den Kammerschlüssel suchen. Aber wenn die Kerle auch für die Crimson Raiders... Nein, die Crimson Raiders sind ja unser Team. Die... Keine Ahnung, wie hieß das Team nochmal von Tyrion? Merkt ihr, wie lange ich nicht mehr gespielt habe? Aber auf jeden Fall wollen die anscheinend auch das, den Kammerschlüssel. Auf meine Rückkehr. So, jetzt krepier doch. Als ob ich da jetzt wirklich. Mann. Jo, was bist denn du für ein Typ? Wovon bin ich überhaupt gestorben? Wovon bitte? Oh. Schön dich zu sehen, mein Junge. Ich könnte Leute dieses Let's Play mögen, also ich verstehe es nicht. Hier, mein Kerlchen, geh da hoch. Mein Junge. Töte es! Achso, es ist schon tot. Ah, da ist noch eins. Warte, ich komm. Jawohl. Meat Slap nehme ich an. Ich hab grad Haustier befördern gelesen. Jetzt soll ich wieder runter? Hä? Erst soll ich hoch, dann soll ich wieder runter. Ich soll mit ihm reden. Gut, dass du hier bist. Es ist kompliziert. Ich habe auf das Signal unserer Sprengstoffexpertin gewartet, aber etwas lief schief. Waren wahrscheinlich Fanatiker oder KDK oder wie die jetzt heißen. Der Name ist egal, solange ich ihn zusetzen kann. Richtig zusetzen. Das finde ich auch, der Name ist egal. Wir sollen ja Codenamen verwenden. Crunkhäschen braucht deine Hilfe. Mir nach! Also nennen wir jetzt sie nicht mehr ihren Vornamen, sondern einfach... Ah ne, ist ja ihr Nachname. Einfach so ein Codename. Okay. Sollte es vielleicht klüger sein, wenn wir nicht den Haupteingang nehmen? Ach, scheiß drauf. Der Alpha macht das schon. Man nennt mich den Türsteher. Und Meat Slap. Ich bin vielseitig. Hier lang! Ja, schon schicke Muckis. Komm her, du Trottel! Oh nee, schon wieder eine Halle voller Gegner. Oh nee. Oh. Oh na gut. Jetzt verschwinde bitte. Ich fühle den Schmerz. Wovon werde ich schon wieder angegriffen? Man sieht links und rechts und vorne und hinten nicht mehr. Hör auf, mit so einer behinderten Piepstimme hier so zu reden. Das ist verboten auf meinem Kanal. Und dann mal ein paar Granaten. Ich glaube, ich soll die Granaten lieber ein bisschen mehr benutzen.
Weil die sind eigentlich ziemlich sinnvoll. Aber ich treffe mich die ganze Zeit selbst. Nerv nicht. Ich hab nicht mal die Zeit zu schießen und werde direkt sterben. Na los, Junge! Darf ich auch normal spawnen? Jetzt stirb. Ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht. Indem du Leute verprügelst. Ist das eine dumme Logik? Aber ich glaube, hier in diesem Spiel hat eh jeder falsche Gedanken. Wenn alle dumm denken, dann denken wohl alle ganz normal. Soll ich den Hebel drücken oder du? Nee, du? Das kann man Hebel drücken nennen, aber in deiner Sprache ist es wahrscheinlich was anderes. Faster und vertrau mir, du willst Crunk-Häschen nicht warten lassen. Oh nein, das sieht aus wie eine Arena. Warte. Erstmal hier. Was ist das denn jetzt? Welcher Rang? Kann noch nichts machen. Ich bin erst Rang 8. Brauche noch mehr Ränge. Hier kann ich auch noch nichts machen. Ja, dann rein dort. Meine Waffen sind okay. Ein Hinterhalt! Machen wir sie zusammen fertig! Das ist kein Hinterhalt, das ist eine Arena. Von dir zum Töten. Was? Dieser große Schwachkopf sieht länger aus. Das hier ist ein Alpha. Der stirbt nicht. Oh nein, mehr machen! Aha. Och, nicht wieder die Schildtypen. Danke. Keine Ahnung, wer diese Rakete geschossen hat. So, wo seid ihr? Da? Also wenn ich hier irgendwann mal Rage quitte, ich glaube, dann wisst ihr auch warum. Ich werde aber jetzt nicht wütend werden, weil wir haben so 20 Uhr irgendwas und die Nachbarn schlafen. Da will ich auch nicht suchen wollen. Spiel mit ihren Knochen! Yeah, Level 19. Na, endlich. Wer schießt da noch? Komm jetzt so auf die Der! Das ist halt das Schlimmste, wenn die Gegner immer noch ein Level über mir ist. Los, töte ihn! Jetzt ist ich nicht so verdammt dafür. Aber die KDK sind unterwegs hierher. Halt durch, Vogelmann, ich helf dir! Wer ist jetzt Vogelmann? Es kommen immer so viele Charakter und die können natürlich nicht mal vorgestellt werden. Die gut gekämpft. Normalerweise bin ich Soloschläger, aber das Duett war der Knaller. Ich muss unserem Scharfschützen helfen. Du gehst zu Crunk-Häschen. Ja, die meiste Zeit war ich ja tot. Aber es werden immer irgendwelche Leute vorgestellt. Und dann bekommen sie nicht mal Zeit, irgendwie präsentiert zu werden. Okay, sie zeigen nur so, hier ist ein, wieder so ein verrückter Charakter, aber dann, ja, war's das wieder. Mit Sprengstoff, aber, wie sag ich das? Verrückter als Eichhörnchen-Scheiße. Beweg dich ja nicht. Ich verlese jetzt die Verurteilung. Du Entführer hast... Nicht bewegt. Was soll?
Kleiner, ganz erwachsen, ganz verrückt. Warum sind alle hier so verrückt? Wainwright hat mir befohlen, Hammerlock zu retten. Okay, so sieht's aus. Sie halten Hammerlock im Sicherheitstrakt fest und ich muss eine fette Tür wegspringen, aber der Scheiß ist kompliziert und ein paar Banditen haben meine Bombe gestohlen. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Also sei so nett und hol mir ein paar Zutaten für diese bombige Pizza, die ich in den Ofen schieben will. Ich will ehrlich sein, es ist eigentlich eine Bombe. Es ist eine schöne große Bombe. Sag mal, Alter. Ich weiß, dass es hier irgendwo den Belag gibt, den ich brauche. Tina hat ein spezielles Rezept. Extra würzig. Ich kann gleich nicht mehr. Nee. Das gebe ich mir gleich nicht mehr. Tschüss.